Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Projekt Bierverladen für Profis. Dabei ist der Oberbierverlader Randy. Mahlzeit. Und der Werner von den Berner Gamers und von Sachsen Let's Play. Ihr beiden, hallo. Guten Tag. Ja, in der letzten Folge haben wir wirklich sehr viel geschafft, Kappa. Das wird hoffentlich nicht. Was? Ich sag gar nichts mehr. Ihr macht das schon. Ich guck einfach zu, ich lerne. Was macht. Du kannst was? Aber. Randy, du fahr doch einfach dorthin. Nee. Der Straße. Fahr jetzt den scheiß Trailer dorthin, dass ich die Scheiße da aufladen kann. Aber wir haben den nicht gut aufgeladen, warte. Ist ja egal, ich krieg den trotzdem, wenn ich ihn dorthin lege, auch wieder rein. Ich fühl mich unter Druck gesetzt. Das ist schön. Ist ja nichts Neues. Wie weit willst du? Ja, also das stehen da hinten, ja, reicht. Sehe ich den anderen wieder nicht. Den sonst kann er nochmal. Also, ja. Nein! Im LS19 wird auch das Handling von Paletten und. Ich wollte es nur merken. Muss los! Ruder muss los! So, jetzt das ganze Zeug noch abladen und da können wir vielleicht sogar arbeiten heute. Wahnsinn! Was ist denn ein Kasusal-Spieler? Ich wollte nur eben kurz fragen. Ja, beim letzten Mal das Thema Bibi hat jetzt irgendwie so nicht so war ein Bierpullen interessanter als ein Kind. Das kennt man sonst nur aus Hartz IV. Kappa. Haben wir andere Themen? Ich könnte mal Schwanke aus der Jugend erzählen. Dreh die Zeit vor, warte mal. Ja, warte noch. Moment. Naja, wir haben es noch nicht ganz verkloppt. Jau! Ja moin! Sonst wird man ja schon spulen. Ja, können wir uns ja demnächst hier die Farming-Dollar unter das Auge tätowieren. Willst du es runterschieben oder willst du es runterheben? Ich würde es schieben. Immer mit Schwung, das ist ja sowieso die komplette Triggerfläche, oder? Ja, ja. Wenn du sie runterschubsen könntest, würde ich zurückschieben und dann kannst du sie weiter reinschieben. Dann fahre ich nochmal eben fix tanken. Waren sie tanken, der Garde holt gleich jetzt los. Unterwegs hier. Der Sprit ausgeht hier mit dem dicken Ding. Dickes Ding. Das sind obwohl, die kann ich ja so selber. So. Ja, das war auch ihr Plan. Gut. Schaut's auch. So, was war jetzt gleich nochmal unser Thema? Hab das schon wieder vergessen. Ein Schwank aus der Jugend. Nee, ein Schwank aus der Jugend, sondern in der aktuellen Situation. Eine was? Eine aktuelle Situation. Ich hatte doch letzte Woche den Herrn Wernersen gefragt. Offscreen wohl bemerkt, hab ich schon ein Video gesagt. Ob es denn so normal ist, wenn die Fliesen im Bad dir entgegenkommen? Ah ja. Ja, man sollte bei wirklich diffizilen Fragen immer einen Fachmann zu Rate ziehen, richtig. Ist also richtig. Sachen, die man sich nicht selber erklären kann, dann würde ich auch immer einen Profi anrufen. Ist richtig. Wenn es durchs Dach regnet, frage ich auch einen Dachdecker, ob das so sein muss, klar. Richtig. Die Antwort war ja dementsprechend nee. Und da habe ich mich natürlich dann an meine Wohngesellschaft da blablablub gewandt. Dort hieß es erstmal. Ja, warte mal. Kurze Zwischenfrage. Was heißt denn von der Wand fallen? Also, genau. Ich erkläre mal die Situation. Ich war eines Tages im Bad und es war relativ spät. Also kurz vorm Pennen gehen halt. Ne, nochmal den Jürgen würgen. Und dementsprechend. Ja, moin. Und dementsprechend sitze ich halt auf dem Pott und gucke so rechts. Ne, da ist halt meine Badewanne und alles. Und denke mir so. Sieht komisch aus. Aber gedacht, ja gut, kannst ja eine knickende Optik haben, weißt du, da war lang, siehst vielleicht falsch. Geh also näher ran und seh dann so, das ist irgendwie uneben. Halt dann so meinen Kopf so halt an die Wand ran und guck halt so und seh dann so, ja, so gefühlt, sagen wir mal 10 Grad, 10, 15 Grad, gehen die Fliesen von innen, ne, beugen, also drücken die so nach außen. Also, ne, so schräg halt, ne. Links davon, bei der Anfangsfliese, ist so schon alles weggeplatzt. Also, ja, der ganze Putz oder Zement oder was das ist. Da kannst du schon in die Mauer, also hinten reinschauen. Und das auf der gleichen Seite das gleiche. Ja, natürlich. Ne, kann ich nicht. Das muss Werner machen, weil ich bin ein Admin. Wunderbar. Und so, ja, gedacht, ja,
Sieht interessant aus, zumal es sind halt nur die mittleren Fliesen, sind aber ca. 26 Fliesen oder so, die davon betroffen sind. So, hab schon mal gedacht, ja, ich gehe jetzt schlafen. Und hab dann so einen Tag später, dann hab ich das ja Werner hier gefragt, die Dratolala, hab ich halt gesagt, hier Jungs, ich hab da ein Problem mit meinem Bad. Ja, kommen Sie nächste Woche nochmal bitte. Ich dachte, naja, mich soll es nicht stören. Also, die Woche ging rum, dann hatte ich das am Wochenende einem Kollegen Klick erzählt und am Ende, wie lange ist denn das schon? Schlaf eine Woche, aber sie sich soll halt nächste Woche mich melden, ne? Ja nicht, ja, das sieht aber eher aus, als wäre da ein Rohr dahinter, nicht, als eine Leitung geplatzt ist oder irgendwas. Sache stimmt, gar keine blöde Idee. Wenn das jetzt eine Woche her ist, ein bisschen schlimm, aber da hätte ich es eh merken, da hätte ich schon irgendwo siffen müssen. Also, Fliese abgebaut, jedenfalls eine. Und dann mal die Wand dahinter mir anzuschauen. Gut, Überraschung, sie ist trocken. Und ja, dann heute zur Wohnungsverwaltung. Video gezeigt, Fotos gezeigt. Ja, also es waren keine Sprechzeiten, wohl bemerkt. Man hat mich trotzdem gebären lassen. Entbären lassen. Oder mich vorsprechen lassen, whatever. Drückt es aus, wie ihr wollt. Das war ein Umstieg von Wetter, jenseits von Gut und Böse. Och, ja, Alter. Bollig und Bollig wollen Gras haben. Alter! Nee, das Rumgespule mal 12.000, das leckt wie Sau. Ich weiß nicht. Wir können dreschen. Ich auch nicht, wir können dreschen. Nein, es regnet. Jetzt nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Es regnet bei mir. Ja, es ist immer noch die Dings. Die Anzeige. Jetzt hat es aufgehört, aber die Anzeige ist noch. Doch, Werner. Ich habe 15.41 Uhr. 15.32 Uhr. Ja, warten wir mal ein bisschen jung. Gut. Ganz schön asynchron. Auf jeden Fall das Ganze vorgezeigt. Die erste Antwort von der Dame. Sieht doch gut aus. Ja. Habe ich gesagt. Wenn man keine Ahnung hat. Ich sage, bitte was? Na, war ein Spaß. Ha, na, bla 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 bla. Ja, ich schicke morgen erstmal einen technischen Leiter vorbei. Der guckt sich das an und dann entscheidet man. Machen Sie am besten keine großen Vibrationen, nicht, dass noch mehr Fliesen abfallen. Sag, alles klar. Mach ich. Kein Problem. Junge Frau, kein Problem. Keine Vibration, merke ich mir. Oh, dann erstmal eben gekommen. Dann bin ich erstmal kurz gegen die Wand gelehnt, ne? Mich gestreckt und alles, ganz klar. Ja. Vielleicht auf den Laptop runtergestellt. Ist richtig. Auch, vielleicht was runterfällt. Nee, okay. Ja, ist richtig. Also das sind so Dinger, die kannst du dir nicht ausdenken. Und da kommt es aber jetzt nochmal Real Talk, Werner. Da kommt es zu der Frage, wie kann sowas passieren? Wie sowas passieren kann? Weil es sind nur in der Mitte, also die da rüber, also es sind immer pro Reihe, sind 13 Fliesen pro Reihe, ne? Und das halt, ne, also 26 Fliesen im Endeffekt. Und die obersten zwei, also die obersten 26 tadellos, die untersten 26 sind tadellos, nur die in der Mitte. Und das geht wirklich von links nach rechts, außer die zwei äußersten. Der eine äußerste. Sonst in der Mitte, so komplett, als wäre, also das sieht so aus, als wäre dahinter eine Wasserleitung oder eine Rohrleitung, eine große. Ja, und ja, die würde halt verstopft oder platzen und, weißt du, so, dass das so nach außen drückt. Aber ist halt nicht, die Mauer ist gerade. Es kann aber auch sein, dass es mit Wärme und Kälte leider einiges macht, weil die Materialien arbeiten ja alle. Immer noch, die Arbeiter werden immer arbeiten. Wenn du das speziell nur in der Mitte hast, ist es meistens irgendwo hinter, da klicke ich eigentlich schon recht, meistens hinter irgendeinem Rohr oder irgendwas. Und speziell zu Beginn und zum Ende der Heizperiode ist das schon mal ganz gern verbreitet, das Ganze. Aber es kommt darauf an, lösen sich nur die Fliesen oder löst sich auch der Putz? Oder ist es Trockenbau? Nee, dahinter, die Wand, die ist trocken. Also da kannst du dagegen kloppen, da passiert nichts. Okay, sind die Fliesen mit dem Fliesenkleber runter oder ohne? Das ist so die gute Frage, weil ich sehe da nichts. Also die Fliese, die ich abgemacht habe, die ist hinten in meinen Augen, ist die sauber. Die hat an den Rändern dieses Zementgelümpe oder was es da auch immer ist, weißt du? Ja. Und ja, an der Mauer sind noch solche gelben Restspuren da irgendwie, aber ansonsten ist da nichts. Ah, das kann mehrere Gründe haben. Ja, okay. Kann dir ganz genau sagen, was die machen werden. Die werden die Fliesen runternehmen, werden den Kleber runternehmen, werden die wieder draufpappen und sagen, das war's, danke, tschüss. Ja, du kannst nicht mehr machen. Wenn du nichts siehst, kannst du nicht mehr machen. Naja. Er klickt. Natürlich noch eine Feuchtigkeitsmessung machen, aber. Nee, Klick hat halt einfach die Vermutung, dass sie zu wenig Kleber genommen haben. Die Pfosten. Ja, die Frage ist halt, wie alt ist das Ding, ne?
Ja, so wie die reagiert hat, muss er schon ein bisschen älter sein. Ja. Wir hatten tatsächlich schon Bauten, da hat das Ding 20 Jahre gehalten und nach 20 Jahren kam alles runter, weil der Kleber zu wenig Aushärtungszeit hatte. Mhm. Das, ja. Herr Garderoll, wollen Sie nicht den Anhänger hinten anhängen? Ja, komm. Dann fahr mal so, dass ich da reinkomme, bitte. Jo, wer fahren, ne? Aber wir müssten dann... Nee? Wir müssten dann nur ab und zu mal wechseln, ne? Also, das ist kein Problem. Den Anhänger wechseln. Ja. Ja, das ist wirklich anstrengend so, ja. Wer fährt mit den ganzen Bäumen und so. Hallo? Also das hat es bei mir nicht gegeben, ne? Was? Doch die Nein, du schiebst nur Paletten mit Bier verkehrt rum in die Verladestation. Ja, alles klar! Ja. Ich muss los, Bruder. Gut, dass wir uns verstehen. So. Und das funktioniert, ne? Ja. Ja. Warte mal, ich fahr mal ganz raus hier. Ich kann, nein. Ach, da ist ein Baum im Weg. Ah, cool. Ja, jetzt ja. Die Klappe ausgeklappt. Das gar nicht. Kostet so ein Anhänger? Meinst du, wenn ich damit fertig bin, brauchen wir einen neuen, oder? Nein, was? Ich hätte gern einen zum. Werner, wow. Bitte. Ich hätte gern einen zum Wechseln gekauft, deswegen. Da war er wieder, wow. Weil den roten brauchen wir ja. Das sieht gut aus, wenn der Drescher stand genau richtig. Ich weiß nicht, warum du den wegfährst. Nee, Schneidwerk ist falsch. Kann doch Gras haben. Ja, du musst das umkonfigurieren. Wir haben einen Sonderpreis für Gras haben übrigens. Gerade. Ja, aber wer. Nee. Was? Nee, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, Gras haben zu machen. Hatten wir verkauft alles schon, ne? Ja, hatten wir alles. Wir mal brauchen Rohr, Geld. Ne? Schneidwerk aufklappen. Ja. Aber ansonsten war das halt noch so, dass. Aber Randy, hast du meinen Rat befolgt, Randy? Wenn du mir den nochmal erzählst. Klebeband drüber kleben, damit nichts runterfällt. Ach so, das ist mir egal. Ja. Muss ich dir alles gestehen. Ja, ich weiß, die können zur Not. Vielleicht machen die da andere hässliche Fliesen dran. Ist mir aber persönlich auch egal. Weil, wie gesagt, das ist nur Spat, ne? Ja, schon, aber. Weißt du, das ist. Meine. Es gibt. Ich kenne die immer noch. Ach nee, halt, scheiße. Wie gesagt, meine Theorie könnte ja auch immer noch sein, warum die Dinger runtergekommen sind. Naja. Ne? Was die Wand da jedes Mal abkönnen muss, wenn die mich nackt sieht, aber. Das ist auch nur eine Vermutung, ne? Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Nee, aber ganz ehrlich, mir soll mir nicht scheiße. Aber die Aussage dieser Dame ist auch ziemlich stark, wie ich finde. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, bei uns ist es so, wenn sowas ist, dann musst du sofort reagieren. Weil nehmen wir mal an, da spielt ein Kind im Bad oder wascht sich die Haare, blablabla, da fällt eine Fliese mit der richtigen Seite auf das Kind. Ja, moin. Dann ist diese Dame dran. Hm. Weil du hast das gemeldet und mehr kannst du nicht machen. Genau, wie beim Bund. Melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Genau, und am besten noch mit einem Schrieb. Da bist du schön raus aus der Nummer. Aber Herr Garderoll hieß aber keinen Mais, ne? Ja. Der hat nicht richtig eingeklappt hier. Ich weiß auch nicht warum. So. Deswegen, naja, da wird morgen irgendwo zu euch kommen, wird sich das Ganze angucken, wird feststellen, jo, das ist ja wirklich so wie auf den Bildern. Der Wahnsinn. Das ist richtig, dann kommt noch weiter, weil ich schießen bin. Ich werde es irgendwann mal abends hören, wenn es mal Shashing macht. Da ist wieder einer runtergeflogen. Aber. Shashing. Aber ich sag mir da immer, mehr wie melden kann ich es nicht. Der Rest ist mir doch egal. Das ist eben das Schöne in Anführungszeichen, wenn man nur Mieter ist, ne? Ist richtig, ja. Braucht einen überhaupt nicht zu interessieren. Gut, der Nachteil ist mehr oder weniger, duschen ist jetzt nicht, ne? Da kannst du halt erstmal nur. Entweder wartest du komplett, bis es wieder geht, ne, was willst du machen? Oder du nimmst halt ein Bad, musst aber beim Bad auch ziemlich vorsichtig sein, weil es gibt ja nicht Stellen, da sind Fliesen dran und welche, wo keine dran sind. Ja. Ne, das ist ja auch nicht so geil. Aber, naja, kannst du machen, kannst du nicht. Ich hoffe, das ist eine einmalige Sache, weil, keine Ahnung. Die Musik passt gerade. Muss man halt nicht haben, ne? Nee, ja, zumal macht ja auch keinen guten Eindruck von der Bude. Ich meine, ich bin ja so zufrieden, ne? Mehr oder weniger. Ja. Klar, ist halt alles scheiße, weil halt alles über Strom läuft und meine Stromkosten jenseits von gut und böse sind. Aber jetzt kommt die Heizsaison, ne? Ja, das ist egal, das hab ich ja unter Kontrolle.
Okay. Weißt du, alle zwei Tage das Ding immer auf der niedrigsten Stufe anmachen und wenn es halt zu kalt wird, einfach ein Pullover an und fertig. Da bin ich abgehärtet, das ist mir sowas von egal. Aber... Ich hatte den Spaß übrigens auch mal hier, also nicht mit Fliesen, weil die Fliesen, die wir selber verlegt haben, die sind Gott sei Dank an der Stelle, wo es keinen stört, aber da waren meine Eltern gerade zum ersten Mal seit 130.000 Jahren, weil Landwirt und so mal wieder in Urlaub. Und da komme ich aber im Flur und habe auf einmal, stehe ich im Wasser. Und da hatte ich die richtige Malaria. Da ist auf dem... Gott sei Dank haben wir die Rohrleitung, weil das hier Neubau ist, haben wir in so einem Kasten drin, dass man auch rankommt und die liegen nicht alle unter der Wand sozusagen. Ne? Und da war halt ein Rohr undicht und dann ist es in die Wand gelaufen. Das war natürlich nicht so geil. Ja, und dann Anstreicher kommen lassen. Der hatte halt, ne, hier, wie du sagtest, wäre da so ein Feuchtigkeitsmessgerät. Wir haben einmal geguckt. Er meinte aber, naja, streichen wir drüber, müsste reichen. 70 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht. Die sind ja dann schon etwas unzimperlicher. Nee, wie heißt das? Aber ja. Grobmotorisch, ja? Nee. Abgehärtet, weißt du so? Ah ja, so. Passt schon. Und ja, aber das war halt auch relativ kacke. Alles nochmal neu. Die ganzen Leisten musste ich unten rausnehmen. Die Holzleisten sind alle nass geworden. Ja, ja, klar. Die dann, faulen ja immer weg dann. Ich hatte Gott sei Dank Chlor im Haus, also das war jetzt nicht das Problem, sonst hätte es noch angefangen zu gammeln. Das wäre meine nächste Sorge gewesen, das ging noch. Randy. Ganz kurz, Randy. Lass dir kein Feuchtungsgerät aufstellen, ne? Warum? Weil das mega laut ist und der Typ aufnehmen muss. Ich gehe auch, also so wie ich das jetzt. Ja, wie ich das jetzt hier gesehen habe, da ist halt wirklich nichts. Ich gehe einfach, also die Wand dahinter, ich habe ja die Scheiße extra rausgenommen, um zu gucken. Ist dahinter Wasser oder blubbert es irgendwie oder keine Ahnung, kommen die Fäkalreste dort raus, ne? Und was wir noch alle blubbern, ist ja nichts. Das seht ihr in der nächsten Folge. Och. Es war schön mit euch. Schreibt gerne mal Hashtag blubbern in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Macht's gut. Tschüss. Mädel.